Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Mich freut es heute besonders, dass eine Schulklasse von der Handelsakademie Bregenz auch gekommen ist mit ihrem Lehrer, Herrn Berger. Das freut uns immer, wenn auch Jugendliche sich für diese wichtigen Themen interessieren. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober 2019, und es geht um das Thema dieses Buches, Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle. Und dann, der Autor Dr. Hans-Peter Martin wird uns im Gespräch die zentralen Aussagen dieses Buches erklären. Hans-Peter Martin, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, man sagt gerne global denken und lokal handeln. Doch global denken ist gar nicht so leicht in einer vielfach vernetzten, komplexen Welt. Dazu braucht es ungeheuer viele Informationen, viel Wissen, und einer, der dies hat, nicht zuletzt aufgrund vielfältigster persönlicher Kontakte weltweit zu Entscheidungsträgern, das ist Hans-Peter Martin. Wer ist Hans-Peter Martin? Ein paar knappe Angaben zu seiner Person. Er selbst bezeichnet sich als lebenslangen Grenzgänger zwischen Medien und Politik. Er versucht, schwer durchschaubare ökonomische und politische Vorgänge zu verstehen und stellt selbst viele unbequeme Fragen. Ihn hat immer die Frage beschäftigt, wie ist es wirklich? Seit seiner frühen Jugend, das heißt seit seiner Schülerzeit im Gymnasium, kämpft er gegen Ungerechtigkeiten und für die Wahrheit. Er zerbricht sich den Kopf über Auswege und Lösungen. In seiner 15-jährigen Tätigkeit als Politiker, als unabhängiger Mandatar, als unabhängiges Mitglied im EU-Parlament, wollte er die Politik ehrlicher und transparenter machen. Er bekam viel Gegenwind von denen, denen er auf die Finger klopfte, deren unermessliche Privilegien und Abzocke, zum Teil auch deren Faulheit, er dokumentierte und kritisierte. Seine Gegner, auch ehemalige Verbündete, überzogen ihn mit 12 Strafanzeigen. Bei den Ermittlungen kam nie etwas heraus, aber allein, dass die Anschuldigungen erhoben wurden, das war Rufmord. Und die Medien, die ehemaligen Journalistenkollegen, die haben kräftig mitgespielt. Die unbewiesenen Anschuldigungen, die wurden groß auf der Titelseite gebracht. Der Freispruch oder die Einstellung der Verfahren bestenfalls als eine kleine Notiz in einer Randspalte oder gar nicht. Doch Hans-Peter Martin ist vor allem Autor. Er ist ein Autor mit Weltruf. Seine Bücher Die Globalisierungsfalle und Bittere Pillen, die er zusammen mit anderen Autoren geschrieben hat, die wurden insgesamt mehr als 7 Millionen Mal verkauft und sind in 28 Sprachen übersetzt worden. Sein jüngstes Buch ist eben dieses Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle und dann. Dieses Buch hat 382 Seiten und 32 Seiten mit farbigen Grafiken und 651 Fußnoten. Es ist eine groß angelegte, schonungslose Analyse der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir aktuell erleben. Einige Stimmen zu diesem Buch, die ich vor allem deshalb zitiere, weil, Sie wissen das, der Prophet im eigenen Land nicht geschätzt und nicht gern gehört wird. Hans-Peter Martin ist 1957 in Bregenz geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Günter Wallraff zum Beispiel sagt über dieses Buch,
Game Over ist großartig und kommt zum richtigen Zeitpunkt. So ein Buch hat bisher gefehlt. Da wird eine fundamentale und globale Recherche mit Weitblick verbunden, ein großer Wurf. Professor Malcolm Schauf, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Volkswirte und Betriebswirte, sagt, Hans-Peter Martin hat verstanden, was auf der Welt passiert. Seine ganze journalistische und politische Erfahrung wird da erkennbar. Ein hervorragendes Buch, das aufrüttelt. Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung in Krems, findet ein großartiges Buch. Eine kluge Zusammenschau von zeitgenössischen Metatrends, politischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen und wo sie Europa hinführen können. Esther Mitterstieler, die Chefredakteurin von News, die attestiert, brillant formuliert, ein mitreißender Schocker. Es liest sich wie ein Krimi, aber es geht um die Wirklichkeit unserer Zukunft. Game Over prägt ein neues Bild der Welt. Die renommierte Wochenzeitung Die Zeit schrieb, das Buch Game Over besticht dadurch, dass es verschiedene gesellschaftliche Phänomene zusammenbringt, die nicht so oft zusammen gedacht werden. Und Gerd Leipold, der langjährige Vorsitzende von Greenpeace, stellt fest, ein großer Wurf, sehr eindrucksvoll und sehr gut beschrieben. Ja, meine erste Frage bezieht sich auf den Titel des Buches Game Over, das Spiel ist aus. Welches Spiel ist aus oder für wen ist das Spiel aus? Für die liberale Demokratie, die jetzt so viel beschworen und wie eine Monstranz vor uns hergetragen wird und der ich lange Zeit auch in großem Vertrauen und ich denke ein bisschen blinden Glauben hinterhergelaufen bin, weil ohne solides soziales Fundament ist eine liberale Demokratie eine Fehlkonstruktion. Ich bin ja gestartet als jemand, der sozial geprägt war, Pfarrei St. Gallus im katholischen Umfeld und vom aufklärischen Denken von Jean-Jacques Rousseau. Und da haben wir doch mitbekommen, der Mensch an sich ist von Natur aus gut. Und nur die Gesellschaft lässt ihn böse werden. Da habe ich mittlerweile große Zweifel. Ich denke, dass es schon eine große zivilisatorische Leistung war, überhaupt so viele Menschen immer wieder, zumindest im vergangenen Jahrhundert, zu bändigen. Und jetzt aber sehen wir doch, dass die Barbarei fröhliche Urstände feiert. Überall Gier, Rücksichtslosigkeit, auch eine Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Rechtsstaat, was man nicht gleichsetzen darf mit einer Demokratie. Und dazu ein aktuelles Zitat. For a while the president has tried to normalize lawlessness. Now he is trying to make lawlessness a virtue. Hat gerade Nancy Pelosi gesagt, also die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus der USA. Und das heißt, dass sie dem eigenen Präsidenten vorwirft, dass er Gesetzeslosigkeit zu normalisieren betrachtet hat und dass er jetzt einen Schritt weiter geht, ganz aktuell, und aus der Gesetzlosigkeit, aus dieser Haltung, ich stehe über dem Gesetz, was ich sage, ist richtig, wer was anderes sagt, hat sowieso Unrecht, egal ob er sich auf Fakten stützt oder nicht, daraus eine Tugend zu machen. Und das natürlich nicht nur in den USA so, das erleben wir beim Brexit, das erleben wir in Österreich, das erleben wir quer durch die ganze Welt. Und in der Politik geht es halt insgesamt mit den herkömmlichen Parteien auch mehr weiter so. Ich muss ja nicht unbedingt nur AfD sagen, ich kann auch da Polen, Ungarn erwähnen. Und in der Klimafrage mehren sich jetzt die Kräfte, die so in Richtung Ökodiktatur hinzielen. Wir haben eine Entwicklung ähnlich wie nach 1968, als es eine Aufsplitterung gab zwischen den linken, aufklärenden, gesellschaftsverändernden Menschen und sich radikalisierenden. Extinction Rebellion, der Gründer dieser Bewegung, der Brite, ein Biobauer, Roger Holman, sagt, warum er illegale Methoden bevorzugt, Zitat, weil dieses Thema, also Klimafrage, größer ist als die Demokratie oder wie auch immer Sie das beschreiben wollen, was derzeit noch davon übrig ist. Und wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant. Na, was heißt das in der Konsequenz? Geopolitisch erleben wir natürlich auch einen massiven Rückgang des Einflusses des Westens, teilweise als Synonym gesehen zur liberalen Demokratie.
Und die USA öffnen Russland und China jetzt Räume im Nahen Osten und China greift krakenartig um sich. Das heißt, wir stecken in Wirklichkeit mitten in einer Globalrevolution, die ganz vielen von uns noch nicht bewusst ist. Am Schluss des Buches werden die wichtigsten Aussagen des Buches zusammengefasst und da heißt es an erster Stelle Aufwachen. Was ist mit diesem Aufwachen gemeint? Na, das Hinschauen. Also das sich klar werden, da hilft Geschichte sehr viel und das Beschäftigen mit Geschichte, dass wir uns so eine Geschichtslosigkeit hineinbewegt haben, was auch mit den neuen Medien zu tun hat, mit anderen Lesegewohnheiten, führt ja auch dazu, dass wir nicht verstehen, dass die industrielle Revolution hieß von Anfang an, jetzt ist sie da und von den nächsten Jahrzehnten kriegen wir die Lokomotive und am Schluss den Strom, sondern es hat sich so entwickelt und genauso in so einer Umbruchsphase sind wir jetzt auch. Und wer jetzt sich nicht wehrt und wer es jetzt nicht versteht, dem wird das Zeitfenster, das noch bleibt, genommen, um sich zu wehren. Im Buch steht auf Seite 325, der Ernst der Lage ist allerdings weiterhin vielen Millionen Menschen im Westen nicht bewusst, obwohl wir auf dem Weg sind, so viel zu verlieren. Und ein anderes Zitat, das ich noch kurz zur Kenntnis bringen will, da heißt es, es sind so viele ökonomische Verwerfungen und brodelnde politische Vulkane. Die Risiken ballen sich, doch alle sind von Menschenhand gemacht und eben keine Naturkatastrophen. Vielleicht ist das die wirkliche Katastrophe. Bei der schieren Menge an gleichzeitigen Krisenherden, bei den so zahlreichen Schwierigkeiten und Dilemmas in so vielen Bereichen, kann niemand vorhersagen, wann welches Problem zu einem großen Knall führt. Doch die Lage ist hochexplosiv. Und es gibt keinen drinnen. Es muss und wird knallen. So viel systemisches Gift an so vielen Schauplätzen ist nicht beherrschbar. Grusig, ja. Als ich das ziemlich am Ende vorne reingeschrieben habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, das kann es doch nicht sein. Ich schreibe da Fiktion. Aber nein, ich denke nicht, dass es Fiktion ist, sondern Non-Fiction. Es ist real und wir erleben es Tag für Tag. Wissen wir, was morgen in Syrien passieren wird? Wissen wir, was in wenigen Wochen in verschiedenen anderen Bereichen passieren wird? Gehen wir es der Reihe nach an. Welche sind diese enormen Veränderungen oder ökonomischen Verwerfungen, Brandherde, Krisenherde, die im Buch mit drastischen Bildern beschrieben werden, als brodelnder, hochexplosiver Vulkan oder als Pulverfässer, deren Lunten glimmern oder als eine Art globaler Titanic, die schon auf den Eisberg geprallt ist oder als Giftcocktail, bestehend aus mindestens 12 gefährlichen Zutaten. Einige davon wollen wir jetzt ansprechen. Womit beginnen? China. Diesem Giftcocktail. China. wenn ich das jetzt so höre, möchte ich ein bisschen eine Ruhe hineinbringen, das sind auch jetzt harte Formulierungen verteilt in das Buch, aber ja, das ist schon meine Gesamteinschätzung. Und warum sage ich China? Weil wir es da mit einer neuartigen kapitalistischen Form von Überwachungskommunismus zu tun haben. Was meine ich damit? Der Regierung, dem Regime der Volksrepublik ist etwas Unglaubliches, Ungeheuerliches gelungen. Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 850 Millionen Menschen aus der extremen Armut herausgeführt. Das muss man mal zusammenbringen. Gleichzeitig haben sie durch eine hochintelligente Politik und auch Wirtschaftspolitik sich herangeführt an technische und auch teilweise gesellschaftliche Leistungen, die mit unseren vergleichbar sind. Und jetzt sind sie gerade dabei, uns zu überholen. Insbesondere im Bereich, der mich in den letzten Jahren auch persönlich recht beschäftigt hat, nämlich den der künstlichen Intelligenz. Das kann ja gar nicht sein. So etwas ist nur möglich, dieser Fortschritt in der Gesellschaft mit einer liberalen, offenen Demokratie. Weil nur dort kann frei gedacht werden. Nur dort entsteht Innovation. Wenn ich die Leute zwinge, etwas zu erforschen, dann mögen die bis zu einem gewissen Punkt kommen, aber nicht weiter.
China lehrt uns jetzt, dass es mit dieser Fülle von Menschen, mit diesem Druck, mit diesem scheinbar so perfekten System auch möglich ist, viel größere Leistungen zu erbringen. Francis Fukuyama hat vor 30 Jahren ja geschrieben vom Ende der Geschichte. Selten war eine Einschätzung falscher, aber auch ich und viele andere sind dem nachgegangen, in dem Verständnis, dass eben diese liberale Demokratie doch eine sehr, sehr hohe Entwicklungsstufe der Menschheit bedeutet, viel mit Fairness dann zu tun haben kann. Und Kevin Rudd, den ich einmal kennenlernen durfte, der war früherer Premierminister in Australien, hat sehr eng mit der chinesischen Führung nach seinem Ausscheiden aus der Politik zusammengearbeitet und berichtet, dass auch die chinesische Führung nach dem Fall der Mauer, also jetzt fast genau vor 30 Jahren, ernsthaft überlegt hat, ob das die einzige Möglichkeit für die Zukunft ist. Also ob sie sich öffnen müssen, ob es in China ein Mehrparteiensystem geben muss. Die Einschätzung war, nein, wir können es alleine. Und sie machen es jetzt auch alleine. Und das ist ja nicht nur eine Entwicklung, die in China stattfindet, sondern es ist erlebbar mit einer krakenartigen Ausbreitung, die uns immer näher kommt. Jetzt wird verhandelt, ob vielleicht eine der Endstationen der neuen Seidenstraße nördlich des schönen Weinbauangebiets von Gols, also ins Niederösterreichische, ins Burgenländische kommen kann. Und wir buhlen geradezu drum. Ich war im Sommer in Kirgisien und das ist eine der jetzt geplanten Seitenarme der Seidenstraße, die wird schnellstens gebaut. In 2 Jahren bauen die da riesige Straßenzüge, viele, viele Kilometer lang, Brücken, Tunnel, alles, aber es ist nur ganz grob aufgeschüttet. Und finanziert wird es ausschließlich über chinesische Kredite in einem relativ armen Land. 50% der Arbeitnehmer der Maschinen kommt aus Kirgisistan, 75% der Arbeitnehmer kommt aus Kirgisistan. Aber wenn man das sieht, und da muss man nicht in Vorarlberg leben, dann ist klar, in 3, 4, 5 Jahren werden diese Straßen wieder baufällig sein. Und dann brauchen die Kirgisen einen neuen Kredit. Und den neuen Kredit werden sie nicht bedienen können. Aber es gibt so schöne viele Alpentäler oder in diesem Fall Gebirgstäler. Da sagt man ja, eines können sie uns doch geben, weil wir haben unser Problem mit unserem Sondermüll, den wir nicht mehr im eigenen und so weiter. Also so entstehen jeweils Abhängigkeitsmechanismen, die schleichend sind, aber vorhersehbar und ableitbar. Und das alles ginge noch, wenn wir uns nicht auch darauf eingelassen hätten. Die haben uns angefixt und wir haben da gern mitgemacht. Wir ist die Wirtschaft. Ich selber war ja 10 Jahre lang Mitglied bei der europäischen Delegation des Europäischen Parlaments mit der Volksrepublik China. Und der Wandel war dort auch schleichend zu beobachten. Bis 2008 waren unsere Gesprächspartner jeweils im Volkskongress, also am Platz des himmlischen Friedens, sehr offen, sehr neugierig. Und damals dachten wir noch, ja, jetzt kommen die, ja, jetzt kommen wir auch die in Richtung liberale Demokratie. 2008 war die Olympiade, danach wurde es härter. 2010 wollten sie von Menschenrechten nichts mehr hören. Da lief dann unter dem Rubrum harmonische Gesellschaft und ab 2012 haben sie uns angeschrien. Weil sie schon längst den Exportschlager Zensur entwickelt haben, wir sehen es jetzt auch wieder aktuell, wenn es Unruhen in Hongkong gibt, gibt es zwar noch eine kleine Nische, in diesem Fall die Airdrops, sie haben das alle auf ihrem Smartphone, wo wir auf 9 Meter Entfernung noch unkontrolliert eine Nachricht an jemand anderen fortschicken können. Aber Apple hat schon gesagt, sie werden diese App unterbinden. In Deutschland sind wir jetzt so weit, dass, obwohl es große Bedenken gibt gegenüber dieser Überwachungskultur, die in China vorherrscht, dass Huawei jetzt auch mitbieten darf im Aufbau des neuen 5G-Netzes. Und so rutschen wir immer tiefer in etwas hinein, was am Schluss eine Kriegsspirale befeuert. China zeigt vor allem, dass Wohlstand ohne Demokratie möglich ist, im Gegenteil eben mit strikter Überwachung, die erst ihre Anfänge hat. Ja, vielleicht noch härter, vielleicht überhaupt nur möglich ist, weil es so diktatorisch zugeht. Das ist doch der Schrecken für uns. Wir streiten uns und die machen es. Und natürlich, China ist im Vergleich zu Europa, das vergessen wir hier oft, mehr als 1 Milliarde. Also Europa wird wahrscheinlich einmal, ja nicht gerade bedeutungslos, aber nie mehr die Bedeutung haben, die wir heute haben. Ich denke, wir müssen, ja genau, das ist sicher wahr. Ja, also ich bin natürlich auch im Eurozentrismus aufgewachsen, habe dann als Korrespondent in verschiedensten, aber letztendlich auch westlichen Ländern gelebt. Moskau ist auch Westen, sollten wir auch nicht vergessen, tun wir auch oft.
Das ist nur eine Rückkehr zu einer gewissen historischen Normalität. Die chinesischen Weltkarten haben China in der Mitte, zu Recht, das Reich der Mitte. Und es ist aber so gefährlich, weil sie jetzt etwas machen, das mit unseren Grundvorstellungen oft sich wirklich überkreuzt. Und weil wir, wie ausgeführt wurde gerade, natürlich am absteigenden Ast sind. Bis 2050, wenn die Entwicklungen ungefähr so weiterlaufen, wie sie bisher schon gelaufen sind, wird einfach Europa bevölkerungsmäßig, aber auch von der wirtschaftlichen Leistung nur noch halb so bedeutend sein, wie es heute ist. Das heißt, wir sinken dann zurück auf 5%. Was nicht heißt, dass man nicht was tun könnte, aber zunächst einmal muss man sich klar werden, dass, und darum habe ich es jetzt an die erste Stelle gegeben, China die größte Herausforderung, der größte Schrecken ist und die größte Abhängigkeit besteht. Und richtig überzeugt davon, dass diese These stimmt, bin ich. Das Buch wurde ja nominiert für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis und das hat dann jemand anderer bekommen, der über China geschrieben hat und das ist ein Ehepaar und sie ist Chinesin. Und in der Saalabstimmung hat Game Over gewonnen und ich war da erstaunt drüber. Und dann habe ich ihr natürlich gratuliert, als sie den Preis gewonnen hat, von der Jury ausgewählt. Und sagte sie, wieso haben Sie bei meinem Buch so applaudiert und die Hand gehoben? Dann hat sie gesagt, weil Sie das schreiben können, was wir nicht schreiben können, und leider haben Sie recht. Zweite Zutat zu diesem Giftcocktail, wir hören es fast täglich in den Nachrichten, Handelskriege. Naja, das ist so was, das ist ein schleichendes Gift. Nicht? Da würde ich ganz gern kurz was am Buch vorlesen. Diese Handelskriege, die kann man mit der Ausbreitung von Krebszellen vergleichen. Zuerst werden einzelne Zölle erhoben, danach kommt es zu Gegenmaßnahmen. In einer globalisierten Ökonomie trifft es dann nicht nur einzelne Produkte, sondern Fertigungsketten, importierte Waren verteuern sich, auch Investitionen werden zurückgehalten. Dies wiederum führt zum Abbau von Arbeitsplätzen, Automobilindustrie. Nicht nur, aber deswegen auch. Überschüssige Produkte landen dann zu Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt und als Tochtergeschwulst kommt es leicht zu Währungskriegen. Warum vergleiche ich das mit Krebszellen? Das hat mein Sohn, der Medizin studiert, auch gegengelesen und gesagt, ja, das kann man schon so darstellen, weil die Auswirkungen solcher Handelskonflikte, ein richtiger Krieg ist es ja noch nicht, die betroffenen Konsumenten rund um den Erdball oft erst nach Jahren treffen und dann eine Heilbehandlung immer schwieriger wird. Wir vergessen auch, dass wir in einer historisch teilweise beispiellosen Phase gerade bisher noch gelebt haben, nämlich der Nicht-Wirtschaftsabschwünge. Die USA hat seit der großen Weltfinanzkrise 2007, 2008 noch kein einziges Quartal der Rezession hinter sich. Und das hat es noch nie gegeben, eine so lange Boomzeit. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die US-Regierung und die interessierten Kreise des militärisch-industriellen Komplexes, finanzindustriellen Komplexes, des digital-industriellen Komplexes, des ölindustriellen Komplexes, alles tun werden, dass es noch ein Jahr lang so bleibt bis zu den nächsten Wahlen. Aber was danach kommt, ist sehr, sehr unklar. Und ja, jeder deutsche siebte Arbeitsplatz hängt von der Automobilindustrie ab. Und so langsam, meine Frau ist ja selbst im Management in einem dieser Unternehmen tätig, wird auch in der Öffentlichkeit klarer, was da auf uns zukommt. Wir haben es natürlich auch im Bankenbereich mit einer Situation zu tun. Ich habe viele Hintergrundgespräche führen können, auch für dieses Buch. Leider anders als bei der Globalisierungsfalle sind viele meiner Gesprächspartner nicht mehr bereit gewesen, sich namentlich zitieren zu lassen oder sogar überhaupt mit dem Zitat, nicht weil sie mich nicht schätzen würden, sondern weil sie sagen, das brauchen wir nicht und das kann uns eigentlich nur schaden, das kann nur falsch verstanden werden. Aber gerade im Gespräch mit Bankmanagern, Versicherungsleuten wurde sehr klar, dass es kein Unternehmen gibt, das nicht locker auf die Hälfte der Arbeitsplätze verzichten könnte, die sie derzeit noch in diesem Bereich haben, einfach schon aufgrund der Digitalisierung und der sonstigen technischen Entwicklungen. Da kommt was uns zu, das kommt langsam ins Rutschen. Wie lange es dauert, wissen wir nicht, aber es ist jetzt absehbar, dass es in eine andere Richtung geht, mit manchmal Gegenbewegungen, aber nicht nur ich denke, viel zu geringen. Das Stichwort Banken führt zu einem dritten Bestandteil des Giftcocktails, die Finanzspekulationen, die Finanzblase. Ja, ich meine, das wäre ein eigener Abend. Also, dass ein Crash kommen muss, bei der Situation, in der wir uns befinden, ist klar. Die Frage ist nur, wann und ob es zu einer doch tendenziell sanften Landung kommen kann an verschiedensten Märkten. In den Gesprächen wieder mit
Managern, weil wir so viel immer über Italien reden, ja, wurde klar, am Schluss geht es immer nur ums Vertrauen. Solange Vertrauen da ist, dass die Italiener, wir, die Unternehmen ihre Schulden bezahlen, geht es schon. Aber wenn man sich eine der ein bisschen heikleren Bereiche ansieht, der Unternehmensverschuldungen weltweit, so ist die am stärksten gestiegen in China in den letzten Jahren auf über 150% des gesamten Bruttosozialprodukts. Und auch bei uns geht es sehr nach oben. Das heißt aber nicht, dass es dort krachen wird. Da gibt es diesen schönen Ausdruck des Unknown, Unknown. Also das Ungewisse kann man auch irgendwie einberechnen, aber das Ungewisse weiß man gar nicht. Das ist dann, wüsste man es, wäre man sofort der reichste Mensch auf der Welt. Man könnte darauf wetten, wenn man das will. Aber es muss uns klar sein, auch die Euro-Krise ist nicht bewältigt, sondern haben wir nur Zeit gewonnen. Im Buch wird jemand zitiert, der sagt, dieses ökonomische Modell ist die Ursache für die großen politischen Verwerfungen der Gegenwart. Und dieser jemand, das ist kein Kapitalismuskritiker, sondern James Montier, ein vielfach gerühmter Finanzstratege. Also diese Finanzspekulationen, die wissen das selber. Die sind die Ursache für diese politischen Probleme, Verwerfungen. Sie befördern es, aber was im Gespräch mit solchen Hedgefondsmanagern immer wieder deutlich wird, das sind hochkluge Menschen, die sagen, um Gottes Willen, wir fahren es gerade gegen die Wand, teilweise, was zitiert worden ist, an dramatischen Ausdrücken mit dem Vulkan, stammt ja nicht einmal von mir, aber wir machen halt so lange weiter, solange wir das verantworten können und flüchten uns ja immer in unsere Verantwortung gegenüber den Anlegern und sie sind ja vielleicht auch dabei, weil sie bei irgendeinem Fonds mit eingezahlt haben und freuen sich doch, wenn man ein bisschen eine höhere Rendite kriegt als auf dem Sparbuch, was fast schon ins Negative geht. Ein Thema, das im Buch auch breiten Raum einnimmt, das ist die unhaltbare soziale und ökonomische Ungleichheit, also die gefährliche Akkumulation von Reichtum und Macht bei wenigen, auch die birgt hochpolitischen Sprengstoff. Diese Akkumulation ist uns in der Regel nicht bewusst, obwohl es gelegentlich steht irgendwas in der Zeitung, dass 1% der Reichsten besitzt 40% des Vermögens, aber man vergisst es dann wieder. Ja, aber da steckt ja was dahinter. Warum darf man die Vermögensfrage in Österreich nicht thematisieren? Warum beruht es auf freiwilligen Angaben auch in Deutschland, wie reich die wirklich Reichen sind? Warum ist das Milliardenvermögen des Herrn Matteschis sakrosankt? Warum ist es das der Familie Porsche? Warum ist es das des Eugen Ruß? Das ist kein Milliardenvermögen, jedenfalls bisher noch nicht, auch wenn er hart daran arbeitet. Warum kann ein Franz Rauch bei all den Verdiensten, das muss man zusammenbringen, ja, also aus ein paar Apfelbäumen so einen Weltkonzern zu machen, so unglaublich viel verdienen? Ich kenne die Zahlen. Und man sagt, na, um Gottes Willen, da gibt es eine Neiddebatte. Und das ist doch gut und manche müssen doch ganz vorne weggehen. Dafür gibt es sehr gute historische und globale Untersuchungen, dass zu viel Ungleichheit und zu viel Vermögen in den Händen von ganz wenigen Menschen dysfunktional ist. Wir fangen schon mal an beim rein ökonomischen. Je reicher ein Mensch ist, umso weniger gibt er von seinem Geld in den Konsum aus. Ja, man kann zwar Luxusgüter bis zum gewissen Grad in seinen Körper einfüllen, auch sonst in, wie man so schön sagt, Saus und Braus leben, aber es hat eine Grenze. Das heißt, die obersten 10%, die Daten kennt man von den USA viel besser als bei uns, weil es dort auch transparenter ist, investieren etwa 40-50% ihres Einkommens wieder in Vermögensanlagen. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss, schön wäre es, wenn das ins produktive Gewerbe ginge, in Industrieunternehmen. Tun sie aber nichts, sondern sie gehen genau in diese Fonds hinein. Das heißt, von der Seite her ist es falsch. Das Zweite, es zeigt sich auch, dass diese sehr hohen Einkommen, jetzt redest du schon von Millionärseinkommen, ja, im Jahr, dass die keineswegs einen direkten Bezug zur Leistung haben, sondern meistens aufgrund politischen Drucks ermöglicht werden durch besondere Abschreibungen, durch die Möglichkeiten, Privatvermögen so leicht ins Ausland zu führen und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch noch, da zitiere ich jetzt jemanden, eine Finanzanalystin, Merit Gogel,
die sagt, der große Elefant im Raum ist die Tatsache, dass die größte Ungleichheit in Industrienationen heute zwischen jung und alt besteht. Ja? Also in Italien, in Großbritannien, in Deutschland, für Österreich kenne ich die Zahl nicht, geht es uns, meiner Generation, viel, viel besser jetzt, aber auch im Vergleich, als wir jünger waren, als die, die jetzt in den Arbeitsmarkt hineingehen. Das kann nicht gut sein. Das muss man nur ein Stichwort dafür nennen, mit der Vermögenspreisinflation. Jeder, der in den vergangenen 10 Jahren Zugang zu Zentralbankgeld hatte, sei es in den USA, sei es in Europa, und sehr günstig Kredite aufgenommen hat, konnte sehr, sehr schnell ernsthaft reich werden. Das klingt ja, Zentralbank, zu denen habe ich keinen Zugang. Doch, doch. Wenn Sie bei Ihrer Bank, bei der Hypo Vorarlberg, bei der Deutschen Bank, you name it, kreditwürdig sind und Sie waren klug genug, 2008, 2009 da einzusteigen, dann konnten Sie es wirklich zu großen Vermögen bringen, weil die Wohnungspreise so gestiegen sind. Und das sind ganz gefährliche Spiralen, die sich auswirken werden. Es gibt ein Archäologenteam von der Washington State University unter Tim Kohler, die haben erforscht, seit der Steinzeit, oder seit 10.000 Jahren, wie groß die Ungleichheit jeweils war. Das kann man aufgrund von Siedlungsgrößen erkennen und analysieren. Und die haben festgestellt, dass wir jetzt in einer Zeit sehr, sehr großer Ungleichheit leben. Historisch, ja, der sogenannte Gini-Koeffizient ist in Deutschland so hoch wie noch nie, seitdem es gemessen wird, ist dramatisch hoch in Österreich, ich habe es vorher angesprochen. Wir haben einen der höchsten Unterschiede zwischen den ganz Reichen und dem Großteil der Bevölkerung. Aber Professor Walter Scheidel, der in Wien geboren ist und an der Stanford-Universität gelehrt hat, hat sich seit der Steinzeit angesehen, durch welche Entwicklungen wird zu große soziale Ungleichheit je eingedämmt. Und er kam nur auf 2 Antworten. Naturkatastrophen, Seuchen oder Kriege. Das können auch Revolutionen sein, das können vielleicht auch friedliche Revolutionen sein, wie in der Tschechoslowakei. Aber das ist keine gute Perspektive. Game over. Das spüren wir ja auch in Vorarlberg, also dass die Bodenpreise, die Preise fürs Wohnen in den letzten 5 Jahren zum Teil um 100% gestiegen sind. Hat sich schlicht und einfach verdoppelt und das gehört ja auch dazu. Und dann sagen sie jungen Leuten, spare, spare, Hüslebauer. Dann sagt er, wie soll sich's ausgehen? Das ist vorbei, sagt eine Dame hier vorne. Ja, ist das gut? Nein. Ein ganz konkretes Problem dieser Akkumulation von Reichtum bei wenigen und viele, die ganz wenig besitzen, ist das Wohnen, die exorbitanten Kosten für das Wohnen, besonders für Wohneigentum. Ja, ich verstehe es nicht. Es ist so klar und gleichzeitig wird so vertuscht und herumgelogen. Es wird nicht wirklich als Thema nüchtern dargestellt. Man kann zwar jetzt in den Zeitungen lesen, um wie viel Geld wieder wo irgendein Grundstück verkauft worden ist, aber die dahinterstehende gesellschaftliche Problematik. Hier in Vorarlberg habe ich den Eindruck, es ist jetzt schon stärker in die Diskussion hineingekommen, auch in Berlin. Aber es muss uns klar sein, dass wir bisher noch keinen ernsthaften Lösungsansatz gefunden haben, solange wir nicht genau in diese Blase, und zwar diese Blase des überdimensionierten Reichtums von wenigen hineinstechen. Die Zeit läuft. Wir wollen aber die Diagnose wirklich so umfangreich und so gründlich wie möglich stellen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der im Buch immer wieder angesprochen wird, das Versagen bisheriger Parteien und Demokratien. Da spielt ja auch viel eigene Erfahrung mit in diesen 15 Jahren Politikerfahrung. Worin besteht dieses Versagen der Demokratie und der Parteien? Ich habe da sicher auch selber eine Reihe von Fehlern gemacht. Aber Leuten, kluge, vernünftige, erfahrene, verlässliche Menschen sind doch nicht so dumm, dass sie in die Politik gehen. Ja? Aber das kann man, darüber kann man lachen, das kann man auch beklatschen, nur ist natürlich extrem gefährlich, weil wir kriegen dann das, was wir kriegen. Und die, die wir kriegen, schauen sehr drauf, dass sie unter sich bleiben. Wir haben eine ganz schlechte Form
uns zu regieren, uns regieren zu lassen. Und da kommen die Chinesen wieder ins Spiel. Die lachen uns aus. Sagen, meine Güte, ihr bringt nichts weiter und dann beschuldigt sie euch wechselseitig und wir bauen die neuen Straßenzüge und die Leute sind zufrieden. Und ja, sie müssen sich an das Sozialkreditsystem halten. Ja? Wir werden genauestens überwacht, aber sie kriegen etwas. Bei euch läuft doch nicht viel. Und da muss man nicht einmal die chinesische Kritik sich anhören, sondern man sieht es ja selber. Als ich noch im Parlament war, 2 Jahre lang einfach nur aufgelistet die Lobbyisteneinladungen und ihr Wert. Wie kam auf 1.427 Geschenke binnen 2 Jahren, bitte als kleiner Abgeordneter im Europäischen Parlament. Ich war nicht der Parlamentspräsident, das war der Martin Schulz. Und Angebote im Geldwert von 65.000 Euro. Nur für mich, weil ich halt in verschiedenen Ausschüssen saß, die diese Lobbyisten für relevant hielten. Das kann es nicht sein. Also das heißt, man bekommt viele Geschenke, man wird eingeladen zu Essen, zu Konzerten, ins Theater. Reisen, du wirst einfach eingelullt. Es wird immer schwerer, sich dann aus dem Druck. Und dann kommt halt einmal die Frage, da könntest du uns nicht sagen, was jetzt als nächstes plant. Und so läuft es nicht genauso bei den Kommissionsbeamten. Die besten Lobbyisten sind ja die, die schon wissen, womit ein bestimmter Kommissionsbeamter als Gesetzesvorlage als nächstes zu tun haben wird. Und sich schon gut mit dem stellen und ihm dann selbstverständlich die Hilfe anbieten, wenn diese Gesetzesarbeit auf ihn zukommt, weil der arme einzelne Beamte kann ja nicht alles wissen. Wir haben natürlich ein großes Unternehmen, vertreten durch eine sehr mächtige Lobbyorganisation, die sehr hilfreich zur Seite steht. Das ist das System USA, das ist das System Brüssel, das ist das System Berlin und in Wien läuft es ein bisschen gerader und direkter, weil da kennt jeder jeden. Neben dem Versagen der Parteien spielt in der Demokratie, spielen auch die Medien eine große Rolle. Im Buch steht ein Kapitel Medien als Richter und Sie schreiben, man hat Sie gewarnt, dieses Kapitel zu schreiben, dieses kritische Kapitel über die Medien. Ja, klar, ich meine, das ist Nestbeschmutzung und obwohl ich lange nicht hauptberuflich Journalist war, habe ich das dann auch immer wieder zu hören gekriegt, aber darum geht es ja nicht. Wir sind höllisch arrogant, ja. Teilweise zu Recht. Ja. Also wir, die Journalisten. Ja. Also wir zwei sozusagen. Wobei der Herr Köp ist ja, glaube ich, nun von niemandem als arrogant wahrgenommen worden ist. Im Gegenteil heißt da vorne. Darum muss man mit dem Wir aufpassen. Also ich habe da ganz sicherlich bis zu meinem Einstieg in der Politik dazugehört. Es hat ja gestimmt auch. Wenn man beim Spiegel war, man wusste vieles besser als die anderen. Nur das hat sich ja vollkommen verselbstständigt. Und es gibt so etwas, was ich jetzt den LLM nenne, den linksliberalen Mainstream. Und der kann überhaupt nicht verstehen und will auch nicht verstehen, dass man einen anderen Blick auf Gesellschaft und gesellschaftliche Probleme hat. Weil es geht doch um die liberale Demokratie. Dabei wird aber substanziell verwechselt die offene Gesellschaft mit einer Gemeinschaft. Ja, eine offene Gesellschaft, nur lang keine Gemeinschaft. Der Begründer der deutschen Soziologie, der Ferdinand Tönnies, hat dazu schon vor 100 Jahren ein Essay geschrieben, Gesellschaft und Gemeinschaft. Aber wir tun jetzt so, wieder wir Journalisten, wir Meinungsführer, wir Buchautoren, dass sie alle Trotteln sind, die nicht kapieren, dass die offene Gesellschaft das Großartigste ist und um jeden Preis verteidigt werden muss. Das ist Arroganz. Und das Zweite ist, dass sowohl in der Politik wie auch in den Medien lange nicht verstanden wurde, was unser leider noch nicht Nobelpreisträger Ernst Fehr als Verhaltensökonom immer wieder so genau dargestellt hat, nämlich dass soziale Anerkennung in Wirklichkeit die wichtigste Währung ist. Und wenn ich mich halt, jetzt muss ich nicht von Porsche-Fahrern reden, ja, aber mir kann ja auch vieles andere einfallen, als Arbeitnehmervertreter so benehme und suggeriere und den anderen immer spüren lasse, dass er doch eher Trottel ist, dann darf man sich nicht wundern, dass das zu Reaktionen führt. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie dieser Begriff der Abgehängten ist in Vorarlberg zum Glück, und das hat auch viel mit der Leistung in diesem speziellen Bundesland zu tun, das soll man nicht gering schätzen, ja, da stehen wir vergleichsweise gut da, nur die Welt ist ein bisschen größer als der Platz, an dem wir uns da befinden und wo wir leben. Ich habe mich lange damit beschäftigt, wie man die Abgehängten, was soll das heißen, das ist eben auch so ein arrogantes Wort, ja, die haben es halt nicht geschafft, die Loser, die Verlierer bezeichnen kann, und ich denke, dass man
sich den Menschen, die sich schwer tun mit dieser enormen Dynamik und dem Kosmopolitischen, das ich persönlich sehr gerne lebe, dass man die vielleicht am ehesten wahrnehmen könnte als die, die wir nicht ernst genommen haben. Und da liegt die Krux drin, weil es ja noch weitergeht, nämlich, dass es mittlerweile eine Revolte der Eliten gibt. Was heißt das? Es gibt nicht nur das Aufbegehren in Richtung radikaler Parteien, neonationaler Parteien, sondern seit längerer Zeit auch wissenschaftlich erfassbar eine zusehende Abkehr der hohen Einkommensbezieher von der Demokratie und der Demokratie insgesamt. Das ist historisch durchaus normal, das war ja bis zum Ersten Weltkrieg auch so. Es gab den Adel, nur jetzt gibt es halt den neuen Adel, diese wissensökonomischen Adeligen, die Rechtsanwälte, die Steueranwälte und so weiter und so weiter. In den USA schätzt man sie sogar bis auf 10% der Bevölkerung. Und die sehen ja, wie schwierig es wird mit dem Volk, das da so komisch wählt. Und das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Und wenn man es über die Medien nicht über den Griff kriegt, dann muss man halt noch ein bisschen weitergehen. Und junge, reiche, privilegierte Menschen wenden sich jetzt in allen westlichen Staaten stärker und schneller von der liberalen Demokratie ab als jede andere Bevölkerungskohorte. Alarm. Dieses Kapitel hat ja eine eigene Brisanz. Eben, das heißt, die Revolte der Eliten. Da wird beschrieben, wie sie sich abschotten, Demokratie in Frage stellen, tiefsitzende Verachtung der wirklich Reichen gegenüber dem Großteil der Bevölkerung. Erik Weinstein wird zitiert, der Geschäftsführer von Thiel Capital, der sagt, ich denke, dass Peter Thiel, Deutscher. Ja, dass die größte Gefahr von den wirklich Reichen ausgeht. Sehr brisante Aussage. Ja. Ja, das Giftcocktail ist noch lange nicht vollständig. Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über Robotik und Digitalisierung, über die Datendemokratur, über das komplett überwachte Heim, über die drohende Arbeitslosigkeit durch Digitalisierung. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Klimaveränderung, die Klimakrise. Aber wir müssen jetzt diese Diagnose abschließen. Wer natürlich diese einzelnen Kapitel vertiefen will, hat natürlich jederzeit die Möglichkeit dazu im Buch. 2 Minuten über Klima. Bitte. Zitat. Auf dem Wirtschaftsgipfel in Paris standen erstmals Umweltprobleme und die drohende Klimakatastrophe auf der Tagesordnung. Ein Signal für ein Umdenken auch bei den Mächtigen. Wenn es gelingen soll, gegenzusteuern, müssen endlich Rüstungsmilliarden für Entwicklungsprogramme umgewidmet, Wahnideen von endlosem Wirtschaftswachstum durch weltweite Umverteilung und einen radikalen Energiesparkurs der Industrienationen ersetzt werden. Vergangene Woche, Fridays for Future? Auch. Aber so haben Harald Schumann und ich 1989, vor 30 Jahren, eine Titelgeschichte im Spiegel begonnen. Und es geht dann so weiter und 30 Jahre lang ist nichts passiert. Da müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht in eine falsche Vorfreude verfallen. Aber bitte gerne zu den Lösungen. Da haben wir nämlich was ausgemacht. Noch ein Punkt ist mir wichtig, auch vielleicht ganz kurz. Die Kosten für Flüchtlinge und die Kosten der Steuerflucht. Ganz eine interessante Gegenüberstellung. Ja, das hat ja wieder mit meiner Schelte oder Nichtverständnis meines eigenen Berufsstandes zu tun. Ich verstehe so viele meiner Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr. Also, solange die Journalisten noch hohe Einkommen bezogen haben, mittlerweile ist ja die Arbeitsrealität auch eine ganz andere. Prekariate überall, und wollen jetzt nicht bei den Arbeitsbedingungen bei den Vorarlberger Nachrichten reden. Ja? Könnte man aber. War das ja noch nachvollziehbar, dass man sagt, ja, Entgrenzung und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, passt schon. Aber das stimmt doch alles nicht mehr. Und es ist jetzt auch so offensichtlich. Und ich kann es eigentlich nur verstehen, wenn ich denke, dass viele Medienmenschen etwas erleiden, was man in der Wissenschaft das Stockholm-Syndrom nennt. Das heißt, bei einer Entführung in Stockholm in den frühen 1970er Jahren sind die Entführten
zu den Entführern übergelaufen und haben sogar noch deren Texte verfasst. Wir haben das 1974 auch bei der Patricia Hearst erlebt in den USA, einer berühmten Gefangenen, Erbin eines großen Zeitungsimperiums, dass sie sich in ihrer Gefangenschaft zum Fürsprecher dieser Bewegung gemacht hat. Später hat sie sich losgesagt davon, aber warum machen Journalisten das? Oder konkreter formuliert, warum kann ich nicht lesen, dass in vielen Ländern die legale Steuervermeidung den Staat, die Bürger, uns deutlich mehr Geld kostet als die gesamten Ausgaben für Flüchtlinge. Wir haben da Grafiken drin, die hat vor allen Dingen mein Sohn erarbeitet. In Italien übersteigen die entgangenen Steuereinnahmen, da geht es nicht um höhere Steuern, gell? Es geht nicht um Vermögenssteuern, es geht nicht um die Einführung von Erbschaftssteuern in Österreich oder in anderen Ländern oder Anhörungen, sondern nur würden diejenigen, die sich legal in die Steueroasen, vor allen Dingen im Bereich Großbritannien, einer der Gründe, warum der Brexit so für die so lukrativ werden könnte, würden die einfach in ihren Hauptwohnsitzländern die Steuern bezahlen, die gut verdienende unselbstständige Erwerbstätige oder auch kleine Unternehmer bezahlen würden, dann hätte Italien mehr als doppelt so viel Geld in den Kassen, als es jährlich in Belastungsjahren für Flüchtlinge ausgibt. Und dann schauen wir uns mal die USA an und dann fragen wir uns, warum ist es so wichtig, eine Mauer zu Mexiko zu bauen, warum wäre es nicht gescheiter, die Steuerflucht zu reduzieren, Russland und so weiter und so weiter. Wir haben Ihnen jetzt einiges zugemutet mit dieser Diagnose. Wir möchten im letzten Teil zu den Lösungen kommen. Der Standard hat in einer Besprechung des Buches geschrieben, Martins Stärke liegt in den Lösungsansätzen der letzten Kapitel. Dem stimme ich voll zu. Allerdings hat der Redakteur dann dazu geschrieben, dass diese Lösungsansätze ganz ohne Schwarzmalerei funktioniert hätten. Da denke ich, liegt er falsch, denn es ist keine Schwarzmalerei, sondern eine gründliche Diagnose. Und wie in der Medizin braucht es auch bei gesellschaftlich-politischen Themen eine genaue, präzise, exakte Diagnose. Erst daraus leitet sich die Therapie ab und auch das Verständnis für die Notwendigkeit der Therapie. Wenn hier die Diagnose fällt, dann kann man auch nicht die entsprechenden Therapievorschläge machen. Am Schluss des Buches stehen 20 Therapievorschläge, 20 Ideen für das New Game, für ein neues Spiel. Und ich finde, diese 20 Ideen, die müssen Sie gehört haben und Sie werden diese 20 Ideen Hans-Peter Martin auch in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, nicht nur als der Prophet des neoliberalen Untergangs oder welche Etiketten man ihm immer umgehängt hat, sondern auch als einer, der sehr viele Lösungen hat. Also, beginnen wir. 20 Ideen, erste Idee, aufwachen. Wir haben uns da was ausgemacht. Darum sehen Sie dieses kleine Gerät da vor mir. Für die jungen Leute, das ist ein Wecker. Und wir haben gesagt, 20 Ideen in 20 Minuten. Jetzt müssen wir es fast noch ein bisschen schneller machen und es wird noch schlimmer. Es sind nämlich mittlerweile 21 Ideen, aber die 21. möchte ich erst zum Schluss verraten. Das gesagt haben, die Uhr läuft, aufwachen, das habe ich schon gesagt. Wir müssen begreifen, dass wir nicht vor enormen Veränderungen stehen, sondern mittendrin sind. Und wer jetzt nicht aufwacht, wird nichts mehr mitgestalten können. Zweite Idee, die eigene Blase sprengen und reden, reden, reden. Ja, aber nicht einfach in den Kreisen, in denen man sich sowieso ständig bewegt, sondern immer wieder versuchen, hinauszugehen. Das war für mich auch, denke ich, in meiner Biografie, das war gar nicht angestrebt, die große Veränderung, als ich selber in die Politik gegangen bin und da drin war in den Apparaten und Systemen, ich merkte, das läuft ja ganz anders. Und der Kontakt zu der so viel zitierten Bevölkerung, die Sorgen des kleinen Mannes wirklich nur eine Sprechblase waren. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, gerade jetzt, wo die Kluft so zunimmt, wo auch in Familien teilweise Leute einfach wegrutschen, das müssen ja nicht gleich die Nerds sein, die nicht mehr ansprechbar sind, aber jetzt in größeren Familienzusammenhängen, manche halt dann tatsächlich politisch
zum Extremismus neigen oder auch in der Gemeinde, dass man da immer wieder auf sie zugeht, immer wieder versucht, ins Gespräch zu kommen. Das ist mühsam und es ist sicher sinnlos bei Extremisten oder bei bestimmten Prozentsätzen Bevölkerung, die wird man nie erreichen, das ist schade um die Zeit. Aber insgesamt muss eine ständige Anforderung sein und ich versuche das auch zu leben, völlig unabhängig davon, dass jetzt mich niemand mehr wählen kann, ob es an der Kasse ist im Supermarkt oder gerade auch so von dem, was ich da mitgekriegt habe. Soziale Anerkennung ist extrem wichtig, sozialer Kontakt ist wichtig, aber auch Argumentieren ist wichtig. Dritter Therapievorschlag, der Kriegsspirale entkommen. Ja gut, das ist die große Nummer. Ne? Das ist natürlich, wenn es uns nicht gelingt, die so enorme gesellschaftliche Ungleichheit etwas einzudämmen, dann müsste uns was ganz Neues einfallen, was über Walter Scheidels Erkenntnisse hinausgeht, nämlich Naturkatastrophen wollen wir auch keine und Kriege wollen wir auch keine. Was für eine Revolution soll es dann sein? Aber um der Kriegsspirale zu entkommen, ist Bildung, ist Beschäftigung mit Geschichte sehr wichtig. Niemand hat 2013 gesagt, nächstes Jahr beginnt der Erste Weltkrieg. Der wurde auch zunächst gar nicht so genannt. Wir waren damals Schlafwandler, das sollten wir jetzt nicht sein. Nächste Therapie, die Zukunft vernünftig umarmen. Ja, ich komme natürlich aus dieser Zeit, Anti-AKW und ja, eigentlich auch, wenn man so will, technisch fortschrittfeindlich. Vielfach erlebe ich das jetzt bei Menschen rund um die Robotik. Aber stellen Sie sich einmal kurz vor, Sie haben zwei Möglichkeiten im Alter. Die allererste scheidet aus. Sie haben nicht genug Geld, um sich so eine wunderbare Pflege leisten zu können, wie sie meine Mutter noch erfahren durfte. Und es freut mich auch gerade, weil ich hier ihre Hauptbetreuerin auch unter den Gästen hier erkennen kann. Aber so bleiben zwei. Das eine ist irgendwie im Pflegeheim schwierig. Oder zu Hause von einem ganz freundlichen Roboter, der die Drecksarbeit abnimmt. Da habe ich lieber den Roboter. Und überhaupt ist die Ambivalenz der modernen Technik ständig offensichtlich. Es gibt eine sehr gute Seite des Internets und es gibt eine sehr schlechte Seite des Internets. Da muss man immer sehr genau hinschauen. Es gibt eine sehr gute Seite der Digitalisierung. Es ist doch wunderbar, dass viele, viele Arbeiten uns abgenommen werden. Da muss man nicht gleich ein Marxianer sein, der sagt, wir haben nur entfremdete Arbeit und wir müssen uns davon befreien. Aber man darf sich doch freuen, dass wir weniger arbeiten müssen. Das Entscheidende wird aber natürlich sein, wem gehören die Maschinen und wer hat die angespart? Und da muss man sich wieder bewusst sein und sagen, Moment, das ist ja mit der Arbeit der jetzigen unselbstständigen Erwerbstätigen oder Kleinunternehmer geschaffen worden, dass wir bald Maschinen die Arbeit für uns machen lassen können, aber der Wertzuwachs, der muss gesellschaftlich glaubwürdig, fair verteilt werden. Nächstes Mittel, das Entdecken lernen. Vielen von uns ist es gegeben, manchen wird es vielleicht genommen, die Neugierde. Und die Neugierde fördern und Komplexität durchschauen ist die ganz große Chance für uns alle. Und gleichzeitig ist es viel leichter gesagt als getan. Aber auch im Schulbereich müssen wir wirklich wegkommen, tun wir eh zusehends, aber noch zu wenig vom nur abfragen und lernen. Man muss jeweils immer wieder versuchen zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und darf dann bitte ja technische Hilfsmittel verwenden. Als ich Matura gemacht habe in Dornbirn, war das der letzte Jahrgang, wo man uns vorgeschrieben hat, dass man noch mit dem Rechenschieber die Matura-Aufgaben lösen musste. Argument war damals, naja, es gibt zwar schon die kleinen Taschenrechner, aber es könnten uns die Batterien dafür ausgehen. Ich habe danach nie mehr einen Rechenschieber in die Hand genommen. Ein nächster Schritt, die Datenhoheit zurückgewinnen. Uff, das haben wir diesmal ausgelassen, ist natürlich ein riesiges Thema. Das Bewusstsein steigt, das ist gut so. Nie vergessen, das Interesse, das Internet vergisst nichts. Gehen Sie mal auf diese Seite web.org. Da finden Sie, das sind 310 Milliarden Internetseiten, im Übrigen auch meine, in
meine eigene in etwa 100 verschiedenen Fassungen. Das heißt, wenn da irgendein Blödsinn einmal auf meiner Seite stand, können Sie das klick, klick, klick nachschauen. Er hat aber damals das gesagt. Es wird massiv unterschätzt, wie viele Karrieren heute schon nicht fortgeführt werden, weil selbstverständlich in den großen Unternehmen, bevor jemand als Führungskraft, und das kann schon Einfallsniveau sein, in Frage kommt, überprüft wird, was gibt es über dem im Internet? Wann hat der einen blöden Facebook-Post gemacht? Drum zurückgewinnen heißt, auf seine Rechte achten, genau drauf schauen, wo man die Privatsphäre verlässt und halt ja, ein Flexitarian sein. Das heißt, man muss das ja auch da nicht übertreiben, aber halt so wenig Daten wie möglich preisgeben. Ich zum Beispiel hebe immer einen bestimmten Geldbetrag ab und versuche dann so lang wie möglich, das muss man die Klammer noch zufügen, solange das auch noch erlaubt sein wird, Klammer zu, mit Bargeld zu bezahlen, weil ich finde, dass es niemand was angeht, ob ich da jetzt eine Wurstsemmel kaufe und dann auch ein Bier trinke oder sonst was anderes tue mit meinem Geld. Also auch da heißt es ja wieder, man kommt ja um die Kreditkarte nicht herum. Flexibel sein, aber sehr bewusst sein und so die Menge und auch die Qualität, unterschätzen Sie die Qualität der Daten, Spuren zu reduzieren. Ich denke da auch an diese wunderbaren Geräte, die sich Heimstaubsauger nennen, also diese Staubsaugerroboter. Wenn Sie das zulassen, dass die Daten dort nach draußen gehen, verlieren Sie den letzten Bereich der Privatsphäre. Und darum ist der natürlich auch so unheimlich viel wert und Unternehmen bezahlen so unheimlich viel Geld dafür, an diese Daten zu kommen. Achten Sie beim Kauf eines smarten Kühlschrankes, bitte, bitte Vorsicht vor Alexa, Siri und so weiter, darauf, dass Sie wirklich diese Daten und die Gespräche, die Sie da führen, unter Kontrolle halten können. Nichts gegen die Systeme als solches, alles gegen die Datenweitergabe an die Big Four, also Sie kennen sie, Amazon, Apple, Alphabet. Im Buch ist eine schöne Grafik über das komplett überwachte Heim, wo man praktisch fast den ganzen Lebensablauf alle 24 Stunden komplett kontrollieren kann. Und auch jedes Schriftel ist ein Gifterl, ja? Also bitte, bitte redet wieder miteinander. Es muss ja nicht nur eine Beziehung sein, die durch kaputt geht, wenn man eine falsche SMS geschrieben hat. Das kann viel gravierendere Konsequenzen auch im Leben haben, wenn man jemanden zu einer Straftat schriftlich auffordert oder wenn man einfach unsinnig viele E-Mails schickt, die dann gegen eine Person verwendet werden können. Wenn man glaubt, man hat nichts zu verbergen, es stimmt nicht. Ich kann jedem aus allem einen Strick drehen. Damit verbunden ist auch der nächste Schritt, die Überwachung, überwachen. Klar. Das haben wir, glaube ich, schon kurz angesprochen. Sich bewusst sein, dass das Gold derzeit die Daten sind und dass es nicht so ist, dass Sie bei Facebook oder sonst wo irgendetwas geschenkt bekommen, sondern Sie bezahlen mit Ihren Daten. Und im staatlichen Bereich wird es noch viel extremer, dass jetzt zusehends Systeme geschaffen werden, indem man versucht, Gefährder schon ausfindig zu machen. Das widerspricht massivst rechtsstaatlichen Grundsätzen, dass erst dann jemand verfolgt und belangt werden darf, wenn also ein entsprechender Tatverdacht besteht. Da kann man sagen, ja, das ist nur gegen die Terroristen gerichtet. Nein, Vorsicht. Ich habe im Buch sehr genau beschrieben, wie das in den USA mittlerweile gemacht wird, dass natürlich da auch ein sehr massives Racial Profiling damit verbunden ist. Das heißt, dass man sehr gezielt sich ganz bestimmte Leute raussucht und sagt man, ja, das sind ja eh nur die Afghanen. Na, Vorsicht, bald sind es die über 60-Jährigen oder die unter 25-Jährigen. Wachsam sein, wenn politische Parteien und Verantwortliche neue Datenüberwachungssysteme fordern und auch einführen. Brauchen wir sie wirklich? Eine Bemerkung nur, Joachim Bauer hat in seinem Vortrag im Juli sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen. Zeit läuft, Zeit läuft. Nächste Therapiemaßnahme, den Neoliberalismus überwinden. Genau so ist es. Weiter geht's. Also Vermögenszuwachs gerechter verteilen. Ja, wir haben, glaube ich, ein bisschen. Den Sozialstaat verstehen? Ja, das ist nicht so einfach. Auch da war Ernst Fehr wieder in den Gesprächen, die wir hatten, ein sehr hilfreicher Ätzesgeber, der mich auf Studien hingewiesen hat. Und
die sehr eindeutig belegen, wer sozial abgesichert ist, fühlt sich sicher und ist viel offener für Veränderung und Neues. Und genau das brauchen wir. Die Arbeit neu denken? Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Wird alles ganz vieles wird anders, aber was immer mit den Begriffen verbunden ist, des solidarischen Arbeitens oder auch was ich nenne eine Mobilitätsstabilität, das sind Sachen, die sehr spannend sind. Da kann man sehr, sehr viel machen. Solidarisches Arbeiten erscheint aus meiner Sicht sinnvoller als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Auch das ist natürlich ein ganz eigenes Thema für sich. Und eine Mobilitätsstabilität kann erreicht werden als eine Absicherung der Existenz im Gegenzug zur geforderten zeitlichen und räumlichen Flexibilität. Das sind Sachen, die man politisch fordern kann, die die Arbeiterkammer vertreten kann, die im Übrigen auch Unternehmen zusehends vertreten, weil natürlich, das ist ja immer unser starker Asset, wir weiterhin gebraucht werden, aber kein Aber. Den Freihandel mit Gerechtigkeit verknüpfen? Dieses Thema hatten wir heute nicht, darum lassen wir es aus. Die Finanzmärkte endlich bändigen? Viel Spaß. Die Steueroasen trockenlegen? So mächtig können die Mächtigen doch nicht sein, dass Steuervermeidungskonstruktionen wie Offshore-Stiftungen und Briefkastenfirmen nicht endlich illegalisiert werden. Das ist ja weit weg. Es stimmt nicht. Diese Offshore-Dateien sind hier. Ich habe jetzt schon eine Bank genannt, nehmen wir mal eine andere. Raiffeisen. Ja, das sind Datenspeicher, die einfach als exterritorial erklärt werden. Helmut Schmidt, der weiß Gott nicht, wahnsinnig linke oder radikale deutsche Sozialdemokrat und Kanzler hat es schon gefordert, dass es dadurch den Durchgriff geben muss. Dieses Geld liegt ja nicht auf den Cayman-Inseln, es liegt auch nicht in Luxemburg. Das liegt auch nicht wirklich in der Schweiz, sondern es ist nur so gebucht. Da spielen Lobbyisten eine Rolle und auch, dass wir alle so deppert sind und das nicht checken und das nicht einfordern, dass das endlich gestoppt wird. Dazu passt der nächste Punkt, die wirklich Reichen in die Verantwortung nehmen und resozialisieren. Die ja. Reichen resozialisieren. Ja, das war natürlich böse und ist auch böse, aber es ist einfach auch wieder der Versuch, andersrum zu denken, wenn wir immer vom Resozialisieren von Straftätern reden. Ja, wenn es wieder ein Verständnis fürs Gemeinwohl gibt, dann muss man diejenigen, die sich dem jetzt massivst entzogen haben, tatsächlich resozialisieren. Und ich habe ein Gedankenbild entwickelt. Stellen wir uns einmal vor, am Arlberg, wo ich jetzt ja zu Hause bin, nachdem meine Familie da eine lange Geschichte hat, mein Großvater hat dort schon den ersten Skilift mitgebaut, der Vater die Rüffikopfbahn und der große Familientraum war da mal ein altes Bauernhaus zu haben und habe mit viel, viel Glück dort eines kaufen können. Aber jetzt machen wir mal eine Visumspflicht für die wirklich Reichen. Ja, also weil es immer heißt, wir müssen da die diversen Routen schließen, also am Flexenpass. Ja? Und dann sagen wir so, also hier, hups, ja, bitte belegen Sie uns, dass Sie in Ihrem Land Ihre Steuern bezahlt haben. Sonst können Sie leider nicht zu uns hereinkommen. Und wenn Sie also gar keine Papiere haben, dann gibt es also, wie heißt das jetzt, ein Abschiebezentrum da irgendwo neben dem See, ja, der ist da angelegt worden, es sieht eh schon fast so aus, da diese neue Trittkopfbahn da hinüber. Nur als Gedankengang. Ja? Also warum prügeln wir, und wieder wir, auch viel wir Meinungsführer, so auf hereindrängende Flüchtlinge ein, aber schauen weg bei Menschen, die auch ein Stück Verantwortung übernehmen könnten. Das ist dieser Grundwiderspruch, der immer wieder auftaucht. Eine nächste Therapiemaßnahme, den Nationalismus durchschauen? Den darf man nicht verwechseln mit Patriotismus. Auch da gibt es nicht nur begriffliche Unschärfen. Ich denke, man kann sehr gut Patriot sein, aber sich in diese neonationalistische Spirale hineinziehen zu lassen, nur wir und alle anderen taugen nichts, das bringt nichts. Und ich denke, dass da derzeit schon einige positive Entwicklungen erlebbar sind. Ein Recht auf Heimat? Sagt einer wie ich, der sich eigentlich als globaler Nomade versteht, aber
Hier steht, jeder Mensch braucht ein Zuhause. Und ich habe lange dafür gebraucht. Ich denke, ich habe sie mir selbst gefunden. Und damit komme ich mit einer Rastlosigkeit gut klar. Aber das haben viele nicht. Und das muss auch nicht sein. Aber da braucht man ein vertrautes Umfeld. Und auch da wiederum, wir müssen anerkennen, dass es vielfach um soziale Anerkennung geht. Und darum ist die wechselseitige Geringschätzung unterschiedlicher Heimaten kontraproduktiv. Also, weil ich jetzt eine Lanze gebrochen habe und weiterhin breche und auch in vielen Gesprächen tue mit den, wie ich sie nenne, nicht ernst genommenen. Es ist auch nicht ganz fair, also überhaupt nicht fair, dann die zu belächeln, die sich in Wien-Neubau oder in gleichgeschlechtlichen Milieu oder zu Hause fühlen. Da braucht es eine wechselseitige Anerkennung. Jedem seine Heimat, solange das Ausleben dieses Heimatgefühls nicht gegen Zivilität, Gesetze oder gar Menschenrechte verstößt. Ein wichtiger Punkt, die Fluchtursachen bekämpfen vor dem Flüchtlingselend bei uns. Darüber wird viel diskutiert, wir machen viel zu wenig bis gar nichts, man sollte weiterhin wachsam sein. Es ist so schade, dass wenn ein Karl-Heinz Böhm stirbt, damit auch die ganze Initiative stirbt. Wir sind schon bald am Schluss von diesen 20 wir Vorschlägen. Wir schaffen es in unter 20 Minuten, Herr. Das Oligopol der Parteien brechen. Hey, ich meine, das ist nicht Gott gegeben. Ja? Es gibt auch andere Formen der Bürgervertretung. Ich arbeite jetzt ein bisschen zusammen mit Menschen, die für diese gelosten Bürgerräte eintreten. In Vorarlberg gibt es das ja teilweise in untergeordneter Form. Aber warum soll es nicht im Zufallsprinzip, aber auch ordentlich bezahlt dann diese Leute, einen tatsächlich repräsentativen Volkskörper geben, Volksvertretungskörper, der zunächst mitberatend, dann später auch mitentscheidend, zumindest neben das gestellt wird, was wir bisher für das Beste von allem halten oder das einzig Mögliche oder, um mit Churchill zu sprechen, das wenigsten Schlimme, ja? Nämlich einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Und ausgerechnet in Großbritannien erleben wir doch heute, dass auch diese Form von parlamentarischer Demokratie massiv an ihre Grenzen stößt. Wir sind doch viel besser, Digitalisierung, wir können sofort Stimmungsbilder erheben, wir können sofort Meinungen einfangen, wir können an ganz vielen Dingen gemeinsam arbeiten. Das kann man noch sehr forcieren und weiterbringen. Ja. Ein weiterer Punkt, die Heimholung Europas. Naja, da steht, ohne europäische Einigung werden die Bewohner des alten Kontinents an den Rand gedrängt. Um global bestehen zu können, muss die Europäische Union stark sein. Um bei den Bürgern akzeptiert zu sein, muss sie endlich demokratisiert und transparent werden. Zu viele Regulierungen schaden, zu wenige erst recht. Dabei muss sich die EU auf ihre Kernbereiche konzentrieren. Eine Europäisierung Europas ist so möglich, eine echte Vielfalt in Einheit. Europa muss auch gefühlte Heimat werden. Ich denke, da ist einiges passiert in den vergangenen Jahren im Positiven. Der letzte Punkt schließt mit dem Punkt, mit dem wir angefangen haben, China die Stirn bieten. Ja, es ist wirklich wichtig. Das müssen wir tun, solange wir es noch tun können. Weil die Art und Weise, wie die nach uns auch einzeln greifen, wirklich gefährlich ist. Wenn sie eine kritische Bemerkung machen in einem bestimmten Rahmen zu China und sie haben irgendeine Bedeutung in dem Land und sei es nur, dass sie von dort Zulieferteile beziehen, können sie schon in Schwierigkeiten kommen. Und ich male da nicht schwarz. Im Zensurbereich ist es am offensichtlichsten ein bisher vollkommen unbekannter Basketballmanager einer texanischen Mannschaft, hat sich mit Hongkong solidarisiert. Also wirklich ganz jemand da ganz hinten irgendwo im Eck. Daraufhin hat das staatliche Fernsehen Chinas sämtliche Übertragungen bis auf Weiteres von Spielen der NBA in China gestoppt. Da geht es um einen Milliardenumsatz. Als bei Daimler, oder
eigentlich eine Unachtsamkeit, ein Dalai Lama-Zitat verwendet wurde als Guten Morgen-Gruß an Kunden Februar 2018 durch eine Werbeagentur, musste sich der Herr Zetsche, damals noch Vorstandsvorsitzender machen, war maximal klein machen und also von sich, kann es vorlesen, Zeit läuft davon, haben wir nicht mehr, sich entschuldigen, also für die Schmach und für die Ungeheuerlichkeit, die er dem chinesischen Volk da angetan hat. Das sind die Dinge, die außen sichtbar werden. Nach innen läuft es ganz brutal. Wehrt euch. Punkt 21. Bitte. Punkt 21 betrifft uns selbst. Ich bin der festen Meinung, dass niemand mehr als Journalist oder Politiker arbeiten dürfen sollte, könnte, der nicht zumindest ein halbes Jahr als Paketfahrer mit einem eigenen Auto für Amazon oder was Ähnliches oder einer Registrierkasse in einem Supermarkt gearbeitet hat. So könnte man die Arroganz von vielen, die zur politisch-journalistischen Elite zählen, durchbrechen und das Büro müsste mindestens ein Jahr lang 100 Kilometer von einer Hauptstadt entfernt sein. Also zum Beispiel in Stendal statt Berlin oder in Wörgl statt in Wien, denn es geht darum, sich zu politisieren und sich auch bewusst zu sein, dass jeder was tun kann. So endet denn dieses Buch Game Over, das als düsteres Buch bezeichnet wird, mit dem Satz, alles kann doch noch gut werden, politisiert euch. Es war ein Schnelldurchlauf, wie gesagt, durch ein Buch, das über 400 Seiten hat, einfach vieles nur angetippt, man müsste es vertiefen. Im Buch besteht die Möglichkeit. In der Einladung zu diesem Abend haben wir geschrieben, es wird ein persönlicher und politischer Gesprächsabend der besonderen Art, eine Bilanz und ein großer Ausblick. Das hat manche irgendwie irritiert. Auch der Bezug, dass vor 40 Jahren Hans-Peter Martin bei FM Hämmerle in der Nachtschicht gearbeitet hat und mein Vater auch. Ja, mein persönlicher Bezug zur Erinnerung an meinen Vater, der eben ein Leben lang als Fabriksarbeiter bei FM Hämmerle gearbeitet hat, in der Schicht und zum Großteil im Akkord, habe ich ein klassisches FM Hämmerle-Shirt aus dieser Zeit angezogen. Ja, was ist das Besondere, das Persönliche an diesem Abend? Und ich habe extra eines der kleinen Büchlein Nachtschicht mitgebracht, aber jetzt in deinem Büro liegen gelassen. Wir sind schon lange per Du, haben uns aber entschieden, auch so um das von der Dynamik im Gespräch nicht irgendwie falsch wirken zu lassen, das jetzt bisher hierher durchzuhalten. Das ist sehr schön, dass das jetzt heute Abend so möglich wurde. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei der Arbeiterkammer, bei dir und bei Ihnen als Publikum bedanken. Es sind jetzt wirklich tatsächlich 40 Jahre, dass ich mich mit diesen Themenfeldern beschäftigt habe und so langsam hineingewachsen bin. Günter Wallraff kam schon vor, das war ein ganz großes Vorbild für mich und darum habe ich dann auch nicht nur bei FM Hämmerle, sondern auch als Tellerwäscher eine ganze Saison lang gearbeitet in Tirol. Und da müsstest du mir jetzt fast auf die Sprünge helfen, aber wir haben uns ja schon davor gekannt, bevor ich bei FM Hämmerle gearbeitet habe. Über die Schülerzeitung Die Rübe, als die damals den Preis vom damaligen Unterrichtsminister Sinowatz bekommen hat und ich gerade beim ORF als junger Journalist angefangen habe. Genau. Also wir kennen uns schon seit über 40 Jahren. Ja. Und da gab es auch noch den Anton Schneider, der damals hier in der Arbeiterkammer gearbeitet hat. Und ich habe immer gedacht, ich komme ja aus einer kleinbürgerlichen Familie und der Vater ist ja am Schluss sogar einer der beiden VKW-Vorstandsmitglieder geworden. Und ich habe natürlich nie mit einem Arbeiter was zu tun gehabt. Warum auch? Ich meine, im Dorf aufgewachsen, in Bregenz und dort in die Schule gegangen und mit den Händen. Und dann habe ich eben den Günter Wallraff persönlich kennengelernt, dass ich den gesehen habe, es gibt keine Ausrede mehr, jetzt machst du sowas auch. Das ist einfach wichtig. Und so bin ich dann über dich zu deinem Vater gekommen. Und das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Persönlichkeit,
gewesen. Kein Wunder, wenn der Sohn so ist, wie er ist. Und ich habe das erst im Laufe der Jahre dann danach verstanden, dass der ja selber 40 Jahre lang, dein Vater war 40 Jahre lang bei FM Hämmerle und immer nur in ganz untergeordneter Position. Und mir fand das damals gar nicht schlimm, das war so auch diese idealistische Phase, wo ich dachte, wie kann ich nur aus so einer Familie kommen, eigentlich müssten meine Eltern doch auch Arbeiter sein, damit ich das wirklich verstehen kann und mich mit Fragen der Gerechtigkeit beschäftigen kann. Aber muss ich das mal vorstellen, in diesem Land vor Arlberg, ja, das Vorwärtskommen und das Streben nach auch materiellem Wohlstand und in einer bestimmten Form sozialer Anerkennung, die sich aber sehr, sehr stark auch über Hierarchien definieren kann und hier definiert, so lange sowas zu machen, das heißt schon was. Und ich habe ihn überhaupt nicht als gebrochenen Menschen erlebt, sondern als sehr starken und sehr selbstbewussten, der einfach gesagt hat, ich lasse mir nicht Drehräder. Und wenn ich das für gerecht halte und das sage, dass das so ist und ich deswegen nicht befördert werde, dann würde ich deswegen nicht befördert. Das ist der Einstieg. Es gab dann eine große Veranstaltung im Juni 1979, von denen es leider, falls irgendjemand was dazu hat, vieles würde ich dafür geben, keinerlei Tonaufzeichnung, nicht einmal ein Bild davon gibt, nach dem Erscheinen meines ersten Büchleins, also eben dieser Nachtschicht, in Dornbirn. Und das war sehr positiv in dem Sinn, als es damals geglückt ist, mit Hilfe der Arbeiterkammer und des ÖGB in Verhandlungen mit der Firmenleitung zu treten und da tatsächlich eine Reihe von sozialen Maßnahmen wieder ergriffen worden sind, die schon aufgegeben waren, beziehungsweise bestimmte Tricksereien, Drücken beim Akkord und so weiter zurückgefahren worden sind. Im Nachhinein muss ich sagen, das war für mich die journalistisch und vielleicht auch ja, politisch ist vielleicht ein bisschen anders, aber die journalistisch relevanteste und in einer bestimmten Form großes Wort, beglückendste Erfahrung. Und dass sich das jetzt so ergeben hat, dass genau 40 Jahre danach wir hier zusammen sitzen können, schließt für mich so einen Kreis, der eben dort seinen Ausgang genommen hat. Und es ist für mich auch so, dass Game Over so etwas ist wie ein beruflich-politisches Sachbuchvermächtnis. Ich habe nicht mehr vor, ein weiteres politisches Sachbuch zu schreiben, auch weil es so viele wunderbare andere Medien und andere Darstellungsformen gibt und weil es an den jungen Leuten liegt, jetzt die Dinge in die Hand zu nehmen und weil rund um Fridays for Future auch wirklich da was ins Laufen gekommen ist, da sollte man mitlaufen in den eingegrenzten Rahmen, wo es nicht gewalttätig wird und. Aber man darf ja nicht immer nur über die alten weißen Männer, the grumpy old men, schimpfen, sondern man muss auch Platz machen. Und ich finde es auch toll, wie der Rezo, wenn Sie das gesehen haben, dieses Video gemacht hat, in 50 Minuten ganz, ganz wesentliche Fragen aufs Tapet gebracht hat. Und 14 Millionen Menschen haben das zumindest angeklickt. Auch beim eigenen Buch, bei Game Over, machen wir die Erfahrung, ich habe mit meinem Sohn einige Videoclips gemacht, dass die 100.000-fach angeklickt werden. Nur ich bin kein Videoclip-Macher und ich habe auch eine Riesendistanz zu Facebook und Twitter. Wäre ich jünger, würde ich das ganz sicher machen. Aber darum gibt es eine Reihe von Gründen, inhaltlicher und auch formaler Art, dass ich sage, Leute, das war's. Dafür wende ich mich jetzt anderen Themenfeldern zu. Das eine ist jetzt schon Theater und Politik. Es wird in Kürze Musik und Politik geben und noch ein bisschen was. Und dazu gibt es einen Blog. Und ich möchte auch sehr gern mit blinden Menschen was machen. Das hat natürlich auch einen gewissen tieferen Sinn. Und das allerletzte dazu ist, dass ich Mitte der 1980er Jahre, also am Beginn einer langen Freundschaft mit Peter Handke durch Salzburg gezogen bin. Und er hat mich damals ermutigt, frei zu schreiben. Und ich habe mir das nicht getraut.
Und das war auch gut so. Aber jetzt möchte ich mich einem literarischen Stoff zuwenden, denn neugierig war und bleibe ich. Alles Gute dafür, viel Glück. Danke nochmal.